Oh yeah! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Unboxing. Der gute Dadoschen hat mir ein Paket geschickt und ich bin mal gespannt, was da drin ist. Ich habe es jetzt noch nicht geöffnet und ich sage mal, okay, versuchen wir uns jetzt mal mit dem Aufmachen. Vorsichtig, nicht allzu tief schneiden. Ich weiß ja nicht, was da drin ist. Keine Ahnung, kein Plan. Und gucken wir mal. Macht sich da schlecht mit einer Hand. Kurz mal die Hand wechseln. So. Ah, aua, Mikro. So. Was haben wir denn da? Ah, gut, verklebt. Ist halb gewonnen. So, haben wir es ja fast offen. Ich bin schon gespannt, was der gute Dodgen mir da eingepackt hat. Okay. Das sieht interessant aus. Was haben wir denn da? Ein Stück Papier. Ah, so. Hallo lieber Retro-Basti, an dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch zu deinen Einjährigen. Anbei sende ich dir ein paar Kleinigkeiten für deine Videospielersammlung zu. Ich hoffe, es gefällt dir und ich wünsche viel Spaß damit. Wolltest du hier ursprünglich so einrichten, dass die Sachen pünktlich zu seinem Livestream bei dir sind. Leider hat die Druckerei in letzter Minute wegen Urheberrecht abgesagt und ich musste mich nach einer neuen Druckerei umsehen, die das nicht so genau nimmt. Viele Grüße aus dem sonnigen Süden des Reiches und auch viele, viele neue Videos von unserem Retro-Basti. Dein Dorschen, dein Dadoschen. Cool, mein lieber Dorschen, vielen, vielen Dank. Ich bin ja mal gespannt, was du hier so Schönes eingepackt hast. Was hast du denn hier Schönes? Oh, nicht, was ist das? Alter! Ein Dorschen! Ein Dorschen-Fan-T-Shirt. Finde ich ja mal richtig lässig. Alter, ist das geil. Hui! Coole Sache, Mann. Das ist ja mal richtig nice. Oh mein Gott. Vielen, vielen Dank dafür. Cool. Mal weiter schauen. Was hast du denn hier? Okay. Hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas fies verpackt. Ah. Verpackt ist das richtige Wort. Meine Herren. So, schauen wir mal. Ist das hier irgendwie. Ist das ein Käse mit nur einer Hand? Kleinen Moment, ich packe euch mal beiseite. So, dann packt sich das nämlich besser aus. Ich brauche nämlich einen Abzugkleber. Klebstoff. Ein Dorschen-Fanshirt, das ist ja mal nice. Cool. Ich glaube, das wird irgendwann mal richtig wertvoll. So. Da sind wir auch schon wieder. Jetzt habe ich das hier mal so ausgepackt. Das muss ich gleich mal schauen. Mein, ist das geil. Ein gedorschten Krug. Ist es nice. Leute, muss ich direkt mal auspacken. Ah. Lecker. Boah, Alter. Schaut euch das mal an. Das ist ja mal mega geil und mega genial. Mein lieber Freund, dafür danke ich dir. Dann weiß ich schon, woraus ich nachher mein Bierchen trinke. Hm. Coole Sache, das. Nice, nice, nice. So, da ist aber noch was. Da ist aber noch was. Da ist noch ein kleiner Karton drin. Ne? Vielleicht kriege ich den jetzt aber so auf. Was haben wir da? Ey, Mann. Dorschen-Fanartikel-Box ist das. Ist das nice. Frisch, fromm, fränkisch, frei. Retro und neu. Sei auch dabei. Sei auch du dabei. Der Dorschen. Ist das nice. Boah. Das ist richtig geil. Richtig, eine richtig geile Idee von dir, mein Freund. Boah, da danke ich dir auf jeden Fall recht herzlich. Finde ich richtig nice. Richtig cool. So, was haben wir da? Pappkarton. Miezekatzi, komm. Hallo. So, also was haben wir hier nochmal Schönes? Wir haben hier ein richtig, richtig cooles T-Shirt, mein Lieber. Dadoschen. Mit fränkischem Logo.
Cool. Sehr nice, very nice. Und Senix Network aufgedruckt. Das fetzt, Mann, das fetzt. Cool. Das ist richtig funny. Genauso wie dieser 0,5 Liter Bierhumpen. Ist das so? Ja, ist es. Auch richtig cool. Das YouTube-Logo, Dorsten und das fränkische Logo. Jetzt verstehe ich auch, was du meintest mit Urheberrecht und ja, ist cool. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Und dann habe ich hier diese wunderbare Tasse. Da wird mich jeder drum wenden, und so sagen, so, boah, wer ist das denn so? Oh, ist der Dorsten, ne? Schaut mal auf seinen YouTube-Kanal. Lasst die mal ein Abo da. Ja. Übrigens, in der Kanalbeschreibung findet ihr den Link zum guten Dorsten. Das ist das Mindeste, was ich jetzt tun kann für dieses hammergeile Paket, für dieses geile Fan-Paket, was gerade angekommen ist. Auf jeden Fall tausend Dank dafür. Und du hast was gut bei mir, mein Lieber. Alles klar. Jo, dann bleibt's dabei. Na? Ach, die Rückseite schon gleich gesehen. Schaut mal. Oh, nochmal hier drauf hier. Dorsten. Der Dorsten. Coole Sache. Richtig nice. Und auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem richtig coolen Unboxing. Und besten Dank, mein Freund. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Hammer, hammer, geil. Bis dann. Ciao.